Aufzeichnung. Vielen Dank an alle Gäste. Ich sage jetzt schon einmal auch vielen Dank an alle, die das Webinar jetzt auch später noch online sehen werden und sich dafür begeistern werden. Das ist das erste Webinar der Organe schützen, Informationen nützen Online-Reihe. Vielen Dank an Professor Rosenkranz und Dr. Jolana Wagners-Gatzel, beide Graz, die sich vielleicht dann später noch einmal ein bisschen vorstellen, für die Bereitschaft, heute bei diesem Eröffnungsvortrag dabei zu sein. Wir haben mit den Workshops dieser Reihe bereits am 31.07. begonnen, mit dem ersten Workshop mit Yvonne Hammer, und werden jetzt weiter monatlich Workshop-Angebote und spätestens alle 2 Monate auch wieder Fachvorträge anbieten. Danke an alle Teilnehmer, dass Sie sich die Zeit nehmen, im Sommer mitten in der Urlaubszeit an einem Freitagnachmittag, kurz vor dem Wochenende, wo wir morgen einen Feiertag haben, sich für den Vortrag zu interessieren. Wir haben sicherlich, die meisten sind Nierenbetroffene, weil das sicherlich auch unsere Hauptgruppe ist, die wir angesprochen haben. Aber ich weiß eben von den Anmeldungen, dass sich auch im Sinne der guten alten Zusammenarbeit mit den anderen Patientengruppen auch einige andere angemeldet haben. Danke natürlich auch an Chiesi Pharmaceutical, dass sie uns unterstützen, dass wir diese Vortragsreihe begonnen haben. Wir wollten diese Vortragsreihe auch unbedingt jetzt und noch auch von mir aus im Hochsommer starten, weil uns diese Zeit in den letzten Monaten viele Informationsveranstaltungen gekostet hat. Viele persönliche Gespräche mit Betroffenen und Angehörigen, die wir normalerweise in allen Landesgruppen geführt hätten und organisiert hätten. Ich selbst habe viele Anrufe bei Selbsthilfe Niere bekommen aus Unsicherheit, wie es mit den Kontrollen weitergehen wird, und wurde mit den unterschiedlichen Herangehensweisen konfrontiert an den Dialysen, in den Kliniken, Terminverschiebungen, wie das mit Registrierungen passieren wird, dass die Termine abgesagt oder eben verschoben wurden. Das Positive, das wir mitnehmen, ist, dass wir jetzt diese Vortragsangebote gestartet haben, um diesen Hürden zu entgehen. Wir haben dadurch ein paar Vorteile natürlich auch. Wir können es Interessierten aus ganz Österreich anbieten, ohne dass sie zu einem Vortragsort reisen müssen, wie es in der Vergangenheit bei Organe schützen, Informationen nützen, 5-mal in Wien und einmal in Linz war. Wir bieten an, dass die Aufzeichnungen dieses Vortrags auch nachher noch auf der Webseite selbsthilfe-niere.at noch einige Wochen dann verfügbar sein wird. Wir können verschiedene interessante Themen in Verbindung mit aktiver Mitarbeitergäste anbieten, und damit starten wir heute. Zur technischen Umsetzung: Es gibt hier die Möglichkeit, in Zoom diese Chat-Fragen zu stellen. Bei dieser Anzahl an Personen können wir dann schauen, ob wir noch die Sprache freigeben können. Also da könnte dann man auch direkt die Fragen stellen. Wir werden dann sehen, wie wir es von der Umsetzung her machen. Wir haben uns einmal dafür entschieden, dass der Herr Professor Rosenkranz den ersten Teil seinen Vortragsteil machen wird, dann die Frau Dr. Wagner, und wir dann gemeinsam die Fragen machen werden, die dann gestellt werden, und die werde ich stellen, eben die ich schon vorher bekommen habe, einige per Mail, oder dann eben aktuell die Fragen, die gestellt werden. Wir werden sehen, das Zeitfenster geben natürlich auch mit die Vortragenden vor, also so viel Zeit, wie sie sich nehmen können auch, müssen wir dann sehen, wie lange wir dann machen, aber wir werden es sicher nicht endlos machen, sondern sehr spannend und kurzweilig gestalten. Ich würde dann auch bitten, in weiterer Folge, dass sich die beiden dann nochmal kurz vorstellen für die Personen, die sie jetzt nicht kennen. Das Thema ist Organspende, ein wertvolles Geschenk. Ich möchte entsprechend dem Thema und dem, was ich vorher schon gesagt habe, eine Frage an den Professor Rosenkranz zum Start vielleicht dann auch mitgeben. Es ist für viele vielleicht auch die spannende Frage, wie sich während des Lockdowns der Einschränkungen und Aussetzen und Verschieben von Operationen und Behandlungen seit März die Transplantationszahlen entwickelt haben. Sie werden es wahrscheinlich aus Ihrem Zentrum kennen oder vielleicht auch aus den anderen Erfahrungen der Kollegen in Österreich. Konnte in den letzten Monaten transplantiert werden, wurde transplantiert, konnten Personen auf die Warteliste gesetzt werden, oder gab es auch hier Pausen oder Probleme damit? Das wäre meine Frage, die Sie vielleicht auch mit in das mitnehmen können, aber ansonsten übergebe ich gerne an Sie, und vielen Dank schon mal,
dass sie bereit waren, das heute mitzumachen. Ja, vielen Dank für die Organisation. Ich möchte mich beim Herrn Bonitzer recht herzlich bedanken. Und ich hoffe, es können mich alle auch entsprechend hören. Vielleicht zuerst kurz mich selber vorstellen. Ich habe meine Ausbildung in Wien im AKH begonnen, damals beim Professor Hörl. War dann nach einem Auslandsaufenthalt in den USA, bin ich dann mit Professor Meyer nach Innsbruck gegangen, war dann 12 Jahre lang in Innsbruck und habe sowohl das Transplantzentrum Wien als auch das Transplantzentrum in Innsbruck, denke ich, sehr gut kennengelernt und auch sehr viele Beziehungen zu den Kollegen dort geknüpft und bin dann 2011 nach Graz berufen worden als Leiter der Nephrologie und bin derzeit auch Leiter des gemeinsam mit den Gastroenterologen und mit den Chirurgen, mit Professor Schemmer, mit Professor Fickert gegründeten Transplantzentrums Graz und leite auch das Nierenprogramm. Im Transplantzentrum Graz sind natürlich auch alle anderen Organe, die transplantiert werden, in Graz entsprechend vertreten. Es hat mich besonders gefreut, das heute auch mit der Kollegin Wagners-Katzel zu machen, deswegen, weil sie durch entsprechende, glaube ich, auch Intervention von der Frau Professor Zitter, das ist eine Mitarbeiterin von mir, an Bord geholt wurde, weil wir auch schon in Wien das stark gesehen haben, dass eine klinische Psychologin oder eine psychologisch geschulte Person hier ganz wichtig ist in der Betreuung von den Transplantierten, um auch ihre Notwendigkeiten abseits der körperlichen Beschwerden auch entsprechend behandeln zu können oder unterstützen zu können. Und vielleicht fange ich zuerst mit der Adhärenz an und dann gehe ich nur ganz kurz auf die Covid-19-Situation ein. Der Titel, das Organ als Geschenk, ist schon einmal ein schwieriger Titel, weil als gelernter Österreicher oder als Wiener, der ich eigentlich bin, denkt man dann gleich an Sigmund Freud. Das ist gleich mal so eine Belastung, die ich mitbekomme. Wenn ich ein Geschenk habe, dann muss ich mich darum kümmern. Und das wird wahrscheinlich die Frau Dr. Wagners-Katzel viel besser beschreiben können und dahinter auch noch das ein bisschen besser beleuchten, als ich kann. Also ich werde mich dann eher versuchen, da schon ein bisschen abzugrenzen. Aber was immer in den letzten Jahren gekommen ist, ist dieses Wort Compliance, was man früher verwendet hat. Das heißt, dass Patienten das machen, was ihm der Arzt vorschreibt, wenn man das so banal und einfach darlegt. Und jetzt sagt man mehr Adhärenz, weil das vielleicht nicht so verbrämend ist. Das heißt, dass man sich an etwas hält, was einem vorgeschlagen wird. Und es gab viele Fortschritte in den letzten 20 Jahren, was die Transplantation und die Abstoßungen von Organen betrifft, vor allem die akuten Abstoßungen. Da hat man die Abstoßungsrate von in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts von 40% auf deutlich unter 20% und jetzt sind wir wahrscheinlich in der akuten Phase bei 10%, was Abstoßungen betrifft. Aber das Langzeitüberleben hat sich von den Organen nicht verbessert und so hat man gemeint, na ja, man wird der Patient oder die Menschen, ist vielleicht eher besser zu sagen, die Menschen mit einem Organ, wenn man sich jeden Tag zwingen muss, immer die gleiche Tablette zu nehmen, ja, vielleicht halten die sich nicht so dran. Und hat man gesagt, ja, das ist ein Problem der Adhärenz, weil man auch viele Medikamente einnehmen muss, nicht nur für die Immunsuppression, sondern auch für hohen Blutdruck oder für Zucker oder für andere Sachen. Und hat gemeint, dass die Adhärenz ist ein Problem. Und es ist vor circa einer Woche die Leitlinien oder Guidelines, wie man jetzt sagt, für die Betreuung von transplantierten Patienten oder für die Nierentransplantation herausgekommen in einem amerikanischen Fachblatt. Und da gibt es den Abschnitt 5, das habe ich jetzt da auf der Seite bei mir stehen. Und da geht es um die Adhärenz. Und es ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass in Leitlinien die Adhärenz, also die Therapietreue, die Medikamententreue, so in den Mittelpunkt gestellt wird. Und ich möchte da nur ganz kurz eigentlich einen Punkt herausnehmen. Und das heißt,
dass man davon ausgeht, dass 15% des Organverlustes auf eben Nicht-Adhärenz, also man hält sich nicht an die Einnahme der Immunsuppression, zurückzuführen ist und wahrscheinlich akute Abstoßungen auf 50%. Aber das sind Schätzungen und das wissen wir nicht genau. Und es gibt Personen, die ein Organ ohne Probleme behalten, wo die Immunsuppression gar nicht so wichtig wäre. Man schätzt, dass das wahrscheinlich 10% sind, die wenig oder kaum eine Immunsuppression brauchen. Und dann gibt es Leute, die immer ein Problem haben, die hohe Spiegel brauchen, die viel Immunsuppression brauchen, damit sie das Organ nicht verlieren. Das heißt, es gibt ein aktiveres und ein weniger aktives Immunsystem. Und die Schwäche in der Transplantationsmedizin ist im Moment, wie kann ich herausfiltern, wer braucht wenig Immunsuppression, wer braucht mehr Immunsuppression und wie kann ich das gut begleiten, wir sagen monitorisieren, also welchen Marker gibt es, den ich verwenden kann, damit ich weiß, ob jemand gerade ein Problem der Abstoßung hat oder nicht. Man ist zum Beispiel bei der Nierentransplantation draufgekommen, dass es, wir sagen subklinische Abstoßung, dass Menschen eine Abstoßung haben, so ein bisschen Abstoßung, die so schwelt, ohne dass sich der Nierenwert zum Beispiel noch ändert. Und dann durch die lang andauernde, weil jede Abstoßung ist Entzündung, entwickelt sich dann doch irgendwann mal ein Schaden und dann steigt das Kreatinin stark an. Dann macht man eine Biopsie vielleicht, schaut noch einmal nach und sagt, ah ja, da war eine Abstoßung. Und da sind wir sicherlich noch am Arbeiten dran. Das ist mal der ein Part. Und der andere Part ist, dass man wahrscheinlich auch viel zu wenig drauf geschaut hat oder zu wenig drauf schaut, mit dem Patienten darüber zu reden, gibt es ein Problem mit dieser Adhärenz, mit der Therapietreue oder gibt es das nicht? Und auch da gibt es Vorschläge, zum Beispiel, dass es Programme gäbe, Fragen, wo man den Patienten vorher eigentlich schon herausfinden könnte, ob er ein Problem damit hat oder nicht. Aber jeder von uns kennt Beispiele in der Praxis, wo jemand vorher während der Dialyse nicht therapietreu war und dann bei der Transplantation komplett therapietreu war. Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und warum ich, glaube ich, vielleicht noch schon fast schon überleiten würde zur Kollegin Wagners-Katzel, ist die Tatsache, dass ich schon den Eindruck habe, dass durch sogenannte Programme, wo man Patienten in Verantwortung nimmt und sagt, so wie es jetzt gestartet wurde, eben bei uns auch, dass sich die Patienten selber die Medikamente herrichten und das Lernen aktiv während des stationären Aufenthaltes nach der Transplantation und eben damit Verantwortung auch übernehmen und bestens geschult sind, dass damit auch die Therapietreue zu Hause viel besser ist, wenn du das wirklich von Anfang an auch alles selber machst. Aber da wird sie sicherlich noch ihre Erfahrungen dazu schildern. Also dieses Geschenk und die Adhärenz und ob jemand sein Organ lange behält oder nicht, hängt nicht immer davon ab, ob er die Therapietreue hat. Es gibt Leute, die haben immer ein starkes Immunsystem, wo das Ganze vielleicht nicht so einfach ist. Aber unsere Erfahrung ist, dass gerade nach der Transplantation die Therapietreue sehr hoch ist und nur eigentlich, würde ich sagen, schätzen 10%, wo es Probleme gibt. Aber was wichtig ist, dass man diese Probleme anspricht und was ganz wichtig ist, dass man das auch offen bespricht, was hier das Problem ist. Aber es wird auch in den Leitlinien gesagt, nur weil man während der Dialysezeit den Eindruck hatte, er lässt einfach Dialysen aus oder nimmt nicht seine Phosphatbinder. Das ist kein Grund, um jemanden eine Transplantation vorzuenthalten. Und auch, dass man früher, wie ich angefangen habe, hat es immer geheißen, du musst ein Jahr vorher dialysieren, damit man weiß, ob du überhaupt therapietreu bist.
diesen Weg macht man normalerweise auch bei uns in Österreich nicht mehr. Also das ist kein Grund, dass man jemanden nicht auf die Transplantationsliste setzt. So, ich hoffe, dass ich da mal ein paar Punkte damit angerissen habe. Würde mich auch freuen, dazu Fragen zu bekommen und vielleicht nur ein ganz kurzer Abriss über die Covid-19-Zeit oder das Coronavirus. Also Covid-19 ist an und für sich der Begriff der Erkrankung, das heißt Coronavirus Infectious Disease, einfach nur um zu zeigen, dass wenn einer eine Infektion hat, dann gibt es verschiedene Ausprägungen dieser Erkrankungen. Und Ende Februar sind alle Transplantationszentren in Österreich eigentlich vor der Frage gestanden, wie gehen wir mit dieser Situation um? Alle haben nach Italien geschaut, haben gesehen, wie dort die Zahlen explodieren. Wir haben auch von den italienischen Kollegen mitbekommen, dass Nierentransplantierte hier auch schwere Verläufe haben. Und wir haben uns entschlossen, alle Zentren in Österreich das Transplantprogramm zu stoppen. Wir haben dann nach Ostern, am Osterdienstag, uns in einer Konferenz wieder zusammengeschalten. Das war dann Ende April. Und haben beschlossen, dass wir wieder aufmachen, wobei das zentrumsweise unterschiedlich gehandhabt wurde. Innsbruck hat sofort aufgemacht. Wien hat sich noch ein bisschen Zeit gelassen bis Mitte Mai. Und Linz und Graz haben Ende Mai, Anfang Juni wieder begonnen. Bei uns hat es vielleicht auch ein bisschen mit der Nähe zu Italien vielleicht zu tun gehabt, dass wir da ein bisschen vorsichtiger waren. Man könnte sagen, die Tiroler hatten auch die Italiener, nur die Tiroler sehen halt immer nur Südtirol und das gehört ja noch zu Tirol. Und deswegen ist es vielleicht nicht ganz so italienspezifisch. Aber es gibt jetzt eine Arbeit, die eingerichtet wurde, die der Bruno Watschinger von Wien, der Professor Watschinger aus Wien koordiniert hat, wo er gezeigt hat, dass eigentlich, wenn man es vergleicht, Jänner bis Juni des letzten Jahres mit Jänner bis Juni diesen Jahres eigentlich nicht weniger transplantiert worden ist. Weil in den anderen Monaten offensichtlich schon mehr transplantiert wurde. Bei uns im Süden hat man den Eindruck, dass es etwas weniger war, weil wir auch länger gestoppt hatten. Wir hatten auch positive Patienten an der Dialyse und deswegen waren wir wahrscheinlich auch besonders vorsichtig. In Wien war das so, dass es keine positiven Patienten im AKH, also im Transplantationszentrum, als Dialysepatienten gegeben haben, sondern die wurden ja alle konzentriert im SMZ Süd, also im alten Kaiser-Franz-Josef-Spital. Das heißt, das muss man natürlich auch bedenken, dass wir hier vorsichtiger waren als andere Zentren. Man hat aber jetzt schon den Eindruck, dass es auch hier wieder deutlich in den Zahlen wiederum hinaufgeht, auch im Süden von Österreich. So, ich mache schon Schluss, weil ich gesagt habe, ich rede nicht länger als 10 Minuten, habe wahrscheinlich schon wieder um 5 Minuten überzogen und würde mich freuen, wenn die Frau Juliana Wagners-Katzel jetzt uns einfach auch ihren Part sieht. Dankeschön. Dankeschön. Danke sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke, Herr Bonitzer. Ich freue mich sehr, liebe Teilnehmer. Und zwar vielleicht gleich zuerst einmal die Vorstellung. Mein Name ist Jolana Wagners-Katzel. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und bin Psychotherapeutin. Ich habe Verhaltenstherapie gemacht und dann die psychoanalytische Ausbildung und habe lange Jahre in Bad Aussee in der Psychosomatik gearbeitet. Da bin ich auch jetzt gerade aktuell in den Ferien wieder. Und ansonsten bin ich tätig an der medizinischen Psychologie, also am Institut für medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie in Graz. Und im Rahmen meiner Tätigkeit bin ich auf der Nephrologie und auf der Transplantationschirurgie und mache die Evaluierungen. Und wir haben auch letztes Jahr mit dem Programm gestartet, und zwar mit unserer adherenzverändernden Intervention. Wir machen Gruppentherapien, wo wir Patienten unterrichten und darüber werde ich im Anschluss berichten. Aber vielleicht ganz kurz vorher zur Covid-Situation. Also wir haben eine Untersuchung gemacht, auch im April und Mai haben wir die Patienten also psychosozial evaluiert. Per E-Mail haben wir die auf der Warteliste die Nierentransplantierten und die Lebertransplantierten angeschrieben und haben geschaut, wie stark ist ihre psychosoziale Belastung im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe. Und da kann ich gerne im Anschluss dann nachher auch noch, falls Sie es interessiert, ein paar Fragen beantworten.
Und was ich für heute gern mit Ihnen besprechen würde, sind zwei ganz wichtige Aspekte. Ich schon, wie der Herr Professor Rosenkranz erzählt hat, einerseits möchte ich über die Gabe oder das Geschenk der Lebendnierenspende eigentlich als familiären Entscheidungsprozess sprechen und dann über die Adhärenz, und zwar über die aktive Rolle, was mir sehr wichtig ist, die aktive Rolle der Patienten in diesem Zusammenhang, was ganz wesentlich ist, weil gerade bei chronischen Krankheiten ist der Patient ja ein Experte für seinen Körper und für seine Krankheit. Und wir als Experten in unseren Fachbereichen können ja nur beratend für den Patienten zur Seite stehen. Und da ist jetzt die aktive Rolle des Patienten ganz wesentlich. Und darum ist mir ganz wichtig, dass die Patienten so viel Information wie möglich erhalten. Und da möchte ich im zweiten Teil ganz kurz so über psychoimmunologische Faktoren sprechen, also wie sich Psyche auch auf den immunologischen Körper und wie sie auch die Adhärenz oder die Zeit nach der Transplantation, wie sich da die Haltung zu sich selber verändern kann und wie sie ihre Gesundheit gut erhalten können. Also zur Gabe, es ist wirklich ein schwieriges Geschenk, würde ich einmal sagen. Also in Betracht von dem her, dass es sich eine Gabe bedingt immer reziprok auch eine Gegengabe und auch schon bei der Evaluierung. Also es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Spender, weil wir besonders auf die Spender auch Acht geben müssen, dass, weil diese natürlich in der Medizin soll man nicht schaden und da werden doch den Spendern wird dann ein Organ entnommen. Und deshalb ist gesetzlich vorgeschrieben, dass wir eine Evaluierung auch von der psychischen Seite her machen. Und da schaut man ganz besonders, wie ist eigentlich die Motivation? Besteht eine Freiwilligkeit in der Spende? Oder gibt es da irgendwelche auch Verpflichtungen? Und so unterscheidet sich auch, wir schauen, wie ist die Beziehungsstruktur? Also in Österreich ist es auch so, dass für eine Spende wird auch angesprochen, wie lang besteht die Beziehung zwischen dem Spender und dem Empfänger und wie ist die Qualität dieser Beziehung. Und es gibt Unterschiede, zum Beispiel in symmetrischen Beziehungen wie zwischen einem Freund oder einem Partner oder von Geschwistern. Und dann in asymmetrischen Beziehungen wird es schon wieder schwieriger, wie zum Beispiel von Eltern an Kinder. Oder vor allem auch umgekehrt von den Kindern an ihre Eltern, ob es da irgendwelche Verpflichtungen gibt oder auch moralische Normen, die in den Familien immer über jedem Haushalt der Familie steht, so quasi die moralischen Werte oder wie wir aufgewachsen sind und ob die nicht indirekt den Patienten, also den Spender, verpflichten zu einer Organspende. Oder aufgezwungen wird als eine Gegengabe. Also die Motivation ist eigentlich immer geprägt von der individuellen und aber auch von der kollektiven Entscheidung. Und das ist ein dynamischer Prozess und den spreche ich meistens auch mit dem Spender und Empfänger an. Also wie ist die Beziehung? Wie wird sich das verändern durch diese Organspende? Und so erzählen wir zum Beispiel Patienten, ein Patient hat berichtet, er möchte seiner Frau eine Niere spenden, weil sie ja viele Jahre verzichten musste, aufgrund, dass sie Kinder aufgezogen hat und auf den Beruf nur 50% gearbeitet hat. Dann hat sie den Haushalt gemacht, dann hat sie ihre Eltern gepflegt. Und so hat er das Gefühl gehabt, aufgrund dieser Beziehungskonstellation über all die Jahre, möchte er gern seine Niere der Frau spenden. Und ansonsten spenden auch 2/3 weltweit eher Frauen eine Niere. Also das bedeutet, es spenden eher Mütter an ihre Kinder oder Ehefrauen an die Ehemänner oder auch natürlich Schwestern an ihre Brüder. Und das bedingt wahrscheinlich auch einerseits durch finanzielle Gegebenheiten, die in den Familien vorherrschen, weil der Mann meistens auch wenn er 100% berufstätig ist und dass dieser nicht ausfällt, aber natürlich auch, dass die Frauen viel mehr Verantwortung oft für die Familie tragen wollen und eben dieses Geschenk, darum mache ich es auch unter Anführungszeichen, eher dann geben.
Und was ich dann noch anschaue, neben dieser Motivation für die Spende, neben dieser Beziehung zur, also neben dieser Beziehung zwischen Spender und Empfänger, wie die Kommunikation auch zwischen den beiden ist, ob eine offene Kommunikation vorherrschen kann, ob sie sich sagen können, wie wird es sein, wenn ich die Niere dann abstoße, wenn ich quasi das Organ, das jetzt in mir ist, also dieses Stück von dir, wenn ich das abstoße, wird es unsere Beziehung verändern. Und natürlich ist es auch gesetzlich vorgegeben, damit keine finanziellen Machenschaften auch mit einer Organspende verbunden werden. Und was dann noch ganz wichtig ist, ist die Haltung, eben die Haltung des Patienten auch gegenüber der medikamentösen Therapie, die ja die immunsuppressive Therapie ja doch dann viele Jahre, Jahrzehnte und zwar in einer Regelmäßigkeit eingenommen wird, die es für jeden ein Stück weit schwierig macht. Also diese Pünktlichkeit der Medikamenteneinnahme ist natürlich eine Herausforderung und das versuchen wir in unserer Adhärenzgruppe mit den Patienten, also mit viel Unterricht über die Wirkungsweise der Medikamente, über die Nebenwirkungen, über Abstoßungsreaktionen und dass Patienten geschult werden, die Medikamente selber einzuteilen. Also mir ist ganz wichtig, dass niemand aus dem Spital geht und nicht weiß, welches Medikament er nimmt und wie dieses Medikament wirkt oder welche Nebenwirkungen es hat. Also es ist, viele Patienten sagen, sie nehmen es einfach in die Hand und schlucken dann alle Medikamente. Und ich denke mir, das ist heutzutage nicht mehr, also es sollte nicht mehr passieren. Oder dass viele Patienten sagen, die Frau richtet mir die Medikamente. Also es ist mir ganz wichtig, dass die Patienten selber Bescheid wissen und natürlich auch Bescheid wissen, wie die Psyche, was die für Auswirkungen hat. Also dass zum Beispiel chronische Stressoren, wie sie sich dagegen schützen können. Und wir haben so evolutionsbiologisch sind wir so ausgestattet, dass wenn der Säbelzahntiger kommt, dass wir dann schnell entweder Kampf, aber eher zu Flucht neigen und dass unser Herzschlag schneller wird und Zucker freigesetzt wird und Cortisol ausgeschüttet wird. Und diese Faktoren führen über einen chronischen, also das ist eigentlich physiologisch angelegt, diese Stressreaktion, zu unserem Schutz. Aber wenn chronische Stressoren auftreten, wie zum Beispiel auch schon eine chronische Erkrankung, kann das zu Veränderungen führen, also kann zu Depressionen führen, zu kardiovaskulären Erkrankungen, zu Angststörungen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die Patienten auch einschulen, wie sie resilient, also wie sie widerstandsfähiger werden können. Und dadurch auch ihre Haltung verändern, dass sie selber wirksam werden. Also einerseits in dem Wissen über Medikamente, in dem Wissen über die Funktionsfähigkeit und andererseits über dem Wissen, was sie tun können, wie zum Beispiel Sport und zwar regelmäßig. Also täglicher Sport ist ganz entscheidend. Also zum Beispiel auch 20 Minuten gehen ist schon, schüttet der Körper allein durch den Rhythmus, wird Serotonin ausgeschüttet, dass ein wichtiger Botenstoff ist für unsere Gedanken und unsere Gefühle, die dadurch gesteuert werden. Oder ganz wichtig ist Ernährung. Da weiß man schon ganz viel, dass zum Beispiel mediterrane Kost antioxidativ, also gegen diese Stressauswirkungen wirkt, also Omega-3, Fettsäuren, Olivenöl. Oder auch zum Beispiel, wir unterrichten dann auch, dass das mittlerweile hat man auch die Wirksamkeit von dieser mediterranen Kost, dass sie antidepressiv wirksam ist, weil über die Darm-Gehirn-Achse sehr viel an diesen Mikroentzündungsprozessen wirklich auch verhindert werden. Also ganz wesentlich ist auch die Ernährung. Und ich denke mir, dass da die Patienten das wissen sollten, was da wirksam für sie ist. Und dann noch ein wesentlicher Faktor ist die Beziehung. Und das ist unser Bindungshormon, das Oxytocin, das entsteht also durch unsere Freundschaften und dass das auch ein heilsamer Faktor ist. Das ist so der Gegenspieler gegenüber unseren Stresshormonen, also wie Cortison, Cortisol und das ist das Oxytocin eigentlich auch so ein Botenstoff ist. Und dann natürlich der Schlaf, weil wir in einem zirkadianen Rhythmus, also wir haben unterschiedliche, also 23 Clock-Gene, das sind so Uhrengene, die sich an die Erdrotation also
angepasst sind. Und diese Uhrengene bestimmen unseren zirkadianen Rhythmus. Und in unserem zirkadianen Rhythmus werden viele Hormone ausgeschüttet, aber haben auch Wirksamkeit auf unsere Botenstoffe im Gehirn. Und darum ist es mal ganz wesentlich, dass die Patienten wissen, wie wichtig auch regelmäßiger Schlaf ist und auch regelmäßige Tätigkeit. Also es ist diese Tagesstruktur ist ganz entscheidend, dass wir wirklich ganz langweilig leben, also jeden Tag dasselbe machen. Das ist ganz wesentlich, also ab und zu fortgehen ist nicht so schlecht, aber es ist ganz wichtig, dass wir in der Nacht schlafen. Also da wird am meisten Melatonin ausgeschüttet, also in Dunkelheit, dass wir nicht untertags schlafen. Und dass wir zum Beispiel auch regelmäßig essen. Also jeder weiß, wenn er pünktlich um 12 Uhr isst, dass er dann Hunger um 12 Uhr bekommt. Und so ist es auch mit Sport und in anderen Tätigkeiten, weil unser Körper ist auch so ein Gewohnheitskörper. Also wir schütten all unsere, wir können uns selber so quasi konditionieren, auch unser Immunsystem können wir habituieren, sodass wir immer zur selben Zeit dasselbe machen, ist einfach ein Schutzfaktor, also ein Schutzfaktor gegenüber Stressoren. Und ich denke mir, das sind so ganz wesentliche Faktoren, die für die Patienten wichtig sind im Umgang mit ihrer Erkrankung. Das war es meinerseits. Gut, dann mal vielen Dank grundsätzlich für die Sachen. Ich habe nebenbei ein bisschen geschrieben, weil ich schon einige Sachen für mich als Fragen habe, aber es gab schon im Chat Fragen, die ich vielleicht da jetzt vorziehen werde, weil der Herr Professor Rosenkranz schon darauf gedrängt hat, dass er es beantworten wird. Aber er hat es zumindest gelesen und schon beantwortet. Ich werde für die, die das in der Aufzeichnung sehen, das trotzdem vorlesen, weil die ja nicht wissen können, was im Chat steht. Warum gibt es kaum Patienten, die schon vor der ersten Dialyse auf die Warteliste für die Transplantation kommen? Ja, das ist ein sehr schwieriges Kapitel und es passt aber ausgezeichnet hierher, weil ja das Thema doch Adhärenz ist. Ja, das war früher auch so üblich, weil man gesagt hat, ich muss erst schauen, ob der Patient sich an die Regeln hält, wie man damals gesagt hat. Deswegen soll er mal dialysieren und dann schauen wir. Mittlerweile ist die Lehrmeinung so, dass man versucht, die Patienten möglichst schnell auf die Liste zu bekommen und möglichst früh auf die Liste zu bekommen. Und am besten wäre es, und das gilt vielleicht nicht für alle, aber für viele, dass man ein Transplantat bekommt, bevor man überhaupt noch dialysiert. Da gibt es auch Daten, dass das Ergebnis auch besser wäre. Und wir versuchen, ich glaube, das machen auch alle Zentren, die Patienten schon zu evaluieren zu beginnen, bevor sie mit der Dialyse anfangen, dass sie faktisch schon ein fertiges Konzept haben. Aber das beinhaltet folgende Dinge. Erstens, dass ich als Betroffener erkenne, dass ich diese Erkrankung habe und dass ich jetzt etwas tun muss. Und ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, und ich habe das früher nie verstanden, als junger schon gar nicht, jetzt begreife ich es vielleicht ein bisschen, ist, dass wir als Ärzte immer sagen, ich habe das doch erklärt. Ich habe ihnen doch alles gesagt. Aber es kommt nicht an. Und für mich war ein Schlüsselerlebnis vor 5 Jahren, wie ich in der Nacht eine E-Mail von einer Dame aus Stuttgart bekomme, die sagt, was ist das dann für ein Saftladen, die Nephrologie in Graz? Mein Vater hat jetzt erfahren, dass er Dialyse machen muss und das ist doch alles nicht wahr und wieso redet da keiner mit ihm? Und dann holst du dir die Befunde heraus, da steht im Arztbrief drinnen, im Ambulanzbrief vor einem Jahr, er soll bitte zur Patientenschulung gehen. Was nämlich ein ganz ein wesentlicher Faktor ist, dass du aufgeklärt wirst, was erwartet dich, welche Möglichkeiten habe ich als Mensch mit dieser Erkrankung in Zukunft mich optimal behandeln zu lassen. Und am besten wäre das natürlich mit den Angehörigen. Was war in dieser Situation? Es war ein Mann, der immer sagt, er kann alles und er braucht keine Hilfe und hat zu Hause nicht drüber gesprochen.
Ja, und deswegen hat keiner gewusst, was eigentlich los ist. Und nämlich die ganzen Angehörigen, die dann entsetzt waren. Also das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Und natürlich heißt es dann, naja, an der Dialyse machen wir erst die Abklärung, weil es oft so ist, dass die Patienten, nachdem das nicht wehtut, sehr spät kommen, aber weil sie es auch nicht akzeptieren können. Das ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess. Ja? Das ist ein Nicht-Sehen, Nicht-Hören, Wegschieben. Und das ist normal. Also das, was ich in diesen 20, 30 Jahren gelernt habe, ist, dass die normale Reaktion eines Menschen, wenn er zur Dialyse gehen soll, dass es irgendwie schlecht ist und dass er das nicht wahrhaben möchte und das nicht akzeptieren kann und deswegen nicht hört. Ja? Gesagt ist nicht gehört. Gehört ist nicht verstanden. Verstanden heißt nicht akzeptiert. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, an dem man viel, und das braucht viel Zeit und das interessiert keinen im Gesundheitswesen, die dafür zuständig sind, dass man Zeit braucht für einen Patienten, um ihm das irgendwo auch näher zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Geschichte, warum wir Menschen, die eine Dialyse brauchen und die auch transplantationsfähig, ich sage mal transplantationsfähig werden, rechtzeitig auf die Liste bringt. Und wir, dieser Fachausdruck heißt präemptive Listung. Präemptiv heißt, bevor man noch Dialyse macht, kommt man schon auf die Liste. Und da gibt es einen großen Nachteil in dem System. Und der große Nachteil ist, dass derzeit in Eurotransplant aufgrund der Gerechtigkeit man auch, man bekommt, jeder im Eurotransplant-Raum der Patienten, die auf der Liste stehen, bekommt Punkte. Es gibt Punkte dafür, aus welchem Land das Organ kommt. Das heißt, wenn das Organ aus Österreich kommt, dann bekommen alle Österreicher Punkte. Dann gibt es Punkte dafür, wie gut dieses Match ist, also wie gut die genetische Übereinstimmung ist. Und dann gibt es Punkte, wie lange dialysiere ich schon. Und da hat natürlich derjenige, der präemptiv gemeldet wird, nämlich bevor er noch dialysiert, kriegt er keine Punkte. Da hat er natürlich einen großen Nachteil und kommt später dran. Aber wir haben es immer ein-, zweimal im Jahr Menschen, die wir vorzeitig melden konnten, wo wir das geschafft haben. Und das sind sicherlich weniger als 10%, aber die ein Organ ohne Dialyse bekommen. Und das ist ganz wichtig. Drum ist zum Beispiel eben dann auch die Lebensspende so wichtig in dem System. Weil da kann ich das Ganze viel besser aufsetzen, nämlich so aufsetzen, dass man das schon vor der Dialysepflichtigkeit machen kann. Aber dafür muss ich eben es gehört, verstanden, akzeptiert haben, dass ich dann etwas tue. Das ist natürlich das Hauptproblem. Und vielleicht, ich weiß, dass es ein schwacher Trost ist, aber nur weil jemand erst nach 6 Monaten oder nach 1 Jahr oder nach 1,5 Jahren Dialysezeit auf die Liste kommt, die Punkte, und das hat man eben vor ein paar Jahren geändert, für diese Dialysezeit, die sind dann für alle gleich. Es wird immer der erste Tag der Dialyse und nicht der Tag der Meldung gezählt. Das heißt, wenn es aus irgendeinem Grund sich verzögert hat, das kann auf der Seite des Patienten, das kann natürlich auch auf der Seite des Arztes sein, weil überlastet, vergessen und so weiter. Ja, das ist dann für alle gleich. Also das ist so eine kleine Gerechtigkeit, die man da vielleicht noch dazugeben kann. Das greift auch in diese zweite Frage, die reinkommt. Also erst einmal, ich habe bei allen Dingen aufzeigen können, was Sie jetzt erklärt haben, auch als Betroffener, der natürlich durch diese ganzen Phasen durchgegangen ist, es nicht akzeptieren zu wollen, natürlich in jungen Jahren alles niederreißen kann, was kann mir die Nierenkrankheit etc. Alles komplett verständlich, aber auch tief gefallen ist natürlich psychisch zum Teil mit dem Schicksal, was passiert da jetzt mit mir oder wie schlecht wird es mir gehen. Ich weiß aber, dass wir in unserer Gruppe auf jeden Fall einen von den 10% haben, also der auf jeden Fall vor Dialyse transplantiert worden ist. Das ist einmal schon mal schön zu wissen. Und die andere Seite einer Statistik ist natürlich auch, dass ich zum Beispiel nach 6 Jahren Dialyse transplantiert worden bin. Aber das soll jetzt niemanden runterziehen, aber das ist einfach statistischer Wert. Der eine am Tag 0, der andere nach 6 Jahren ergibt statistisch 3 Jahre. Und da liegen wir, glaube ich, ungefähr bei der Wartezeit auf eine Leichenniere oder wie man jetzt, ich weiß nicht, wie es politisch korrekt ist. Politisch korrekt heißt es Organspende. Okay, Entschuldigung, muss ich rausschneiden nachher.
greift aber in die nächste Frage dann eben rein, was Sie auch schon gesagt haben. Uns ist aufgefallen, dass die Zeit, also im Augenblick, bei vielen Patienten vom Entschluss zur Transplantation, sich anzumelden bis zur Aufnahme auf die Warteliste, bis zu 7 Monate dauert. Kann ich jetzt auch bestätigen. Also ich habe relativ alle Untersuchungen schnell gehabt. Hat bei mir auch ein Dreivierteljahr gedauert, bis dann tatsächlich im dem Fall Wien, Professor Watschinger, dann die Bestätigung war, dass ich auf der Liste bin. Natürlich rückwirkend mit meiner ersten Dialyse, aber es hätte ja sein können, dass ich innerhalb dieses Dreivierteljahres ja schon ein Angebot bekomme. Und ich glaube, darauf zielt die Frage ab. Natürlich kann das sein. Ja, aber je kürzer man auf der Liste ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, weil die meisten Punkte kriegt man über die Wartezeiten. Das ist auch ein schwacher Trost. Es gilt natürlich beide Seiten. Es kann von beiden Seiten ein Problem sein. Ja, es kann von einerseits von sozusagen die beste Ausrede für die Ärzteseite ist Überarbeitung, ja, zu wenig Ressourcen. Die Ausrede oder wenn man es wegschiebt von der Ärzteseite der Patient macht die Untersuchungen nicht. Es ist oft schwierig auch zu erklären, warum muss ich diese Untersuchung machen? Es gibt in Österreich schon eine zentralisierte Vorgabe, welche Untersuchungen notwendig sind. Aber es ist da, muss man auch sagen, nicht alles in Stein gemeißelt. Ja, also bei uns haben jetzt viele ein Herzkatheter, wir haben jetzt eine große Untersuchung gemacht über die letzten 15 Jahre, ob das mit dem Herzkatheter, ob das wichtig ist, weil es hat sich ja auch verändert. Alles in der Welt hat sich verändert, die Medizin hat sich verändert, die Techniken sind besser geworden, aber wir tun immer noch gleich evaluieren wie vor 15 Jahren. Und daran arbeiten wir hier, um das zu verbessern, um auch zu sehen, was bringt zum Beispiel, dass man bei vielen Patienten einen Herzkatheter macht. Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wie man das besser kann? Also da versucht man natürlich auch schon Verbesserungen zu machen. Und natürlich wäre es am besten und am optimalsten, wenn man jemanden ein halbes Jahr oder ein Jahr vor der Dialyse kennenlernt und sagt, okay, jetzt ist diese Aufklärung und als nächster Schritt nach der Aufklärung machen wir jetzt die Untersuchungen und dann bist du auf der Liste und dann schauen wir, ob du dazwischen Dialyse brauchst oder nicht. Ja. Also das wäre natürlich das Optimale und daran muss man sich messen. Ja? Und daran müssen wir uns, am Riemen reißen. Da muss sich jedes Zentrum auch weiterhin verbessern. Ich möchte noch gern zur Akzeptanz was sagen von der Erkrankung. Und zwar ist es ganz wichtig, weil es ist ja ein Trauma, wenn man eine Krankheit irgendwie, also eine Diagnose bekannt werden und das bei bekannt gegeben wird. Und da ist eine Verleugnung das Automatischste, was man zuerst macht. Und gerade in einer Verleugnungssituation nimmt man viele Dinge nicht wahr, die man vielleicht hätte wahrnehmen können oder sollen. Also da ist der Informationsfluss sicher wie durch eine Brille verändert. Und ich denke mir, dass die Akzeptanz für eine Erkrankung, das ist wirklich ein langer Prozess gerade wenn eine Akzeptanz vorherrscht, gerade dann erst können Bewältigungsstrategien in Kraft treten. Also ich denke, eine Krankheit zu akzeptieren ist ganz ein schwieriger Prozess. Ja. Ich glaube auch, dass das so aus meinen Erfahrungen mit Betroffenen, die ich schon gesprochen habe und anderen, die mein Schicksal genauso geteilt haben, glaube ich auch der Zeitraum so relativ ähnlich abläuft. Also ich kann von mir sagen, dass ich glaube ich ein halbes Jahr gebraucht habe, dass ich mal in diese Akzeptanzphase reingekommen bin, dass ich das jetzt habe und dass jetzt nicht alles schlimm und schlecht und irgendwas sein wird. Also man braucht schon eine Zeit, dass man aus diesem Tal rauskommt in Wirklichkeit. Mhm. Aber ich möchte auch das von Professor Rosenkranz, glaube ich, im Namen vieler, vieler Patienten unterschreiben. Also wenn man uns die Darmspiegelung, die Magenspiegelung und den Herzkatheter ersparen könnte, dann wäre uns allen viel getan. Und in meinem Fall noch das Ergometer. Also ich habe immer gehofft, dass die Niere kommt, bevor das nächste Ergometer kommt. ich möchte aber gleich bei der Frau Dr. Wagner-Skatzl bleiben, weil ich da auch bei der Lebensspende, das ist ja auch ein starkes Thema, war, wie reagieren Spender
Wie reagieren ja, Spender, Lebensspender, wenn sie zum Beispiel bemerken, dass der Empfänger potenziell aus ihrer Sicht im Nachhinein vielleicht mit dem Organ nicht so umgeht, wie er jetzt sagt, okay, also ich hätte meine Niere besser gepflegt oder ich wäre nicht, ich hätte nicht 2 Gespritzte getrunken oder dieses oder jenes getan oder hätte mich mehr bewegt. Wie schließt man sowas auch vorhinein in der Evaluierung der Patienten oder der Spender aus? Ja, das, also am besten ist, wenn man solche Sachen anspricht. Also wenn man es anspricht, wie ist es, wenn es dann nachher zu Handlungen kommt, was bedeutet es eigentlich, dass ich jetzt das Organ in mir trage? Welche Verantwortung habe ich dann? Ist es dann eine geteilte Verantwortung für dieses Organ? Oder wie ist die Perspektive, wie wir beide darauf schauen? Und für viele kann das ja wirklich zu einem Beziehungsabbruch kommen dann, wenn das nicht angesprochen wird. Es gibt natürlich Entscheidungen, die müssen schnell getroffen werden. Also das ist zum Beispiel, wenn Eltern an ihr Kind eine Niere spenden. Also das muss dann sofort, da gibt es nicht so einen langen Prozess, wo man miteinander reden kann oder sprechen kann. Und ich denke mir, da ist auch sicher die Zusammenarbeit. Also ich denke, ich bin total dankbar, dass die Frau Professor Zitter da auch so sehr oder dass unser Zentrum so gemeinsam mit den Patienten arbeitet, dass die dann auch immer wieder kommen können. Also die können auch zu diesen psychotherapeutischen Gesprächen noch einmal kommen, was natürlich schon wieder eine Verlängerung wäre. Aber ich denke mir, es ist ganz wichtig, dass das angesprochen wird, damit es dann nicht zu einem Beziehungsabbruch kommt, was sehr oft passieren kann. Also dass dann wirklich eine Schuldfrage entsteht. Du hast nicht aufgepasst. Jetzt habe ich ein Organ, du hast mein Organ, jetzt musst du Dinge dann auch für mich tun oder so. Ja, ja, wäre fatal. Aber das kommt gleich in die nächste Frage, die jetzt auch eben im Chat auch gekommen ist, beziehungsweise ich auch schon in den Notizen hatte vorher, kann es eben auch dazu kommen, wenn unter Partnern Lebensspende erfolgt und was passiert dann, wenn es dann zu einem Beziehungsende, warum auch immer kommt, das ist einmal das eine und eben im Chat haben wir, umso wichtiger ist dann aber auch die psychologische Begleitung vor und auch nach der, in dem Fall NTX, ich glaube es gilt für alle Organe, ich aus meiner Erfahrung kann wieder sagen, da wüsste ich nicht, wie ich das bekommen hätte. Vielleicht ist das auch länderspezifisch, so wie Sie es jetzt gesagt haben, mit Ihrem Zentrum. Was gibt es für Möglichkeiten? Ja, also bei uns sind die Patienten ja auch in der Ambulanz so weit angeschlossen, dass sie wissen, dass sie jederzeit, dass ich dazukomme. Also sie müssen sich jetzt nicht extra einen Termin machen, weil viele kommen ja von Kärnten, vom Burgenland. Und das ist dann natürlich mühsam, dass man für ein psychotherapeutisches Gespräch, und so koppeln wir meistens die psychotherapeutischen Gespräche mit den normalen Kontrollterminen nach der Transplantation. Also vor allem auch im Rahmen der Adhärenz, also dass wir schauen, wie geht es dem Patienten mit der Einnahme. Und ansonsten gibt es immer psychosoziale Zentren, weil es ist ja immer die Frage, was kostet das? Und natürlich sind psychotherapeutische Gespräche, also bei den Psyärzten kriegt man 60 Euro zurück. Also da kriegt man wirklich 2/3 und hat dann Selbstbehalt von 20 Euro. Bei Psychotherapeuten in Ausbildung kostet das Gespräch auch ungefähr so 20 Euro Selbstbehalt. Und in den psychosozialen Zentren, die sind wirklich in jeder größeren Stadt, muss man sich natürlich telefonisch anmelden, um einen Termin zu bekommen, aber da ist es auch auf Krankenschein. Und sonst in den großen Transplantationszentren ist es auf Krankenschein. Also das ist ganz normal, das gehört dazu. Wir haben in den Recherchen für die österreichischen Nierennachrichten auch bei einigen Themen immer wieder mitbekommen, dass viele Betroffene und Patienten diese Dinge auch gar nicht wissen. Also ich gebe das jetzt auch mal ungeschaut als Herausgeber der österreichischen Nierennachrichten weiter an die Chefredaktion, da vielleicht auch das für die ganzen österreichischen Länder vielleicht mal ein bisschen rauszubekommen und dann das vielleicht zu erheben, dass wir das einmal veröffentlichen können. Ja, gern, das wäre gut, Eine Frage, die ich vielleicht nicht sicher bin, an wen ich sie stellen soll, aber wie sieht es in Österreich jetzt aus mit altruistischer Spende, mit einer Crossover-Spende? Also wird das mehr? Ist es erlaubt? Also die altruistische Spende, glaube ich, zur Erklärung, man möge mich korrigieren, ist das, wenn ich sage, okay, ich möchte gerne ein Organ spenden, ohne dass ich etwas dafür bekomme, etwas
in diese Reihe hineingeben, damit kann jemand transplantiert werden. Natürlich, Herr Professor Rosenkranz, dann bitte erklären Sie es gleich Sie dann. So war es jetzt nicht gemeint. Ich wollte Ihnen andeuten, dass ich, wollte Sie nicht unterbrechen, sondern wollte andeuten, dass ich mich dafür melden würde, es zu beantworten. Na, Sie sind sicher qualifizierter als ich. Naja, also Sie haben es eh schon erklärt, also altruistische Spende ist, dass eine Niere in den Pool geht. Da gibt es die Möglichkeit, dass es nur in den Eurotransplant-Pool geht und die geht dann irgendwo hin. Und das ist eigentlich bei uns nicht üblich. Gibt es ganz, ganz, also in Deutschland habe ich einmal gehört, ja, in Österreich habe ich eigentlich das noch nicht gehört. Weil ich. Eine Patientin habe ich. Eine, ja, aber ich würde. Die sich gemeldet, und ich habe eine hat sich einmal gemeldet, und da wäre ich einmal ganz unrund, weil ich glaube, dass da irgendein psychologisches Problem dahinter ist. Nämlich bei dem, der altruistisch spendet. Ich weiß nicht, das ist etwas, wie soll ich sagen, das hat vielleicht mit dem Kulturkreis zu tun, weil es bei uns nicht üblich ist. In den USA musst du, oder im amerikanischen Kulturkreis, musst du einmal im Leben was Gescheites gemacht haben, einmal im Leben eine gute Tat gemacht haben. Ja, die sind mehr nach dieser Pfadfindermentalität. Und da ist es durchaus üblicher. Was hier bei uns in Österreich schon ist, ist, wenn Partner, die sie, wo einer dem anderen spenden möchte, nicht passen, dass es so eine Kette angestoßen wird, wo es mehrere gibt. Und das wird über die Landesgrenze hinweg derzeit gemacht, zum Beispiel Österreich und die Tschechei, dass da die Passenden in dieser Kette über Computer, wird das gecheckt, zusammengeschlossen werden, wo dann nicht die Frau ihrem Mann, sondern irgendjemand anderen spendet und ihr Mann kriegt von irgendjemand anderen die Niere. Also da ist ja dann auch irgendwie, wie soll ich sagen, die Beziehung macht das ja viel komplizierter, denke ich, also psychologisch wahrscheinlich viel komplizierter. Ich bin da eher zurückhaltend für diese Geschichte, aber wenn es diese Möglichkeit gibt, ja, und es gibt für Österreich, eben der Georg Böhmig macht das in Wien für Österreich, der Professor Böhmig, und der macht es sehr erfolgreich, dann ist das natürlich schon etwas Gutes. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass da, weil vorher Geisner doch, Angela Brettbacher gesagt hat, ja, warum muss man da so lange warten und so weiter. Genau da hatten wir die Situation, dass wir gesagt haben, wir haben eine junge Patientin, die hat keine Möglichkeit, also geben wir die in dieses Programm, weil das mit dem Partner nicht gepasst hat. Ja. Die hat dann immer gesagt, ja, sie macht das mit Wien aus, ja, und irgendwie ist sie dann plötzlich da gestanden nach einem Jahr dialysepflichtig und hat noch nichts ausgemacht gehabt. Aber uns hat sie immer gesagt, also da kommen dann diese Verdrängungsmechanismen noch viel mehr zum Tragen und macht es vielleicht schwieriger. Das ist immer so als Beispiel nur noch hängen geblieben. Aber vielleicht mag die Frau Dr. Wagners-Kassel noch dazu was sagen. Entschuldigung, dass ich mich da vordränge. Nein, ich habe nur die eine Patientin im Kopf gehabt und die habe ich wirklich abgelehnt. Also die haben wir abgelehnt. Das war dann wirklich ein Entscheidungsprozess, ein gemeinsamer, weil diese Patientin war sehr jung. Das war eine 20-jährige Patientin, die das fest, also aus ihrem Glauben heraus, diese altruistische, also sie hat dann auch von einem Geschenk gesprochen an die Gemeinschaft. Und in den Gesprächen ist aber herausgekommen, dass sie über die Tragweite sich nicht ganz klar ist, was das bedeutet. Also so. Was das wirklich auch für sie für Auswirkungen hat oder welche Risiken sie da auch auf sich nimmt. Also viele Patienten auch, die ich schaue mir auch oft so die Persönlichkeit, ich will jetzt nicht so psychologisieren, aber natürlich schaue ich mir die Persönlichkeitsstruktur auch von den Patienten an. Also Persönlichkeitsstruktur bedeutet, wie ist die Selbstwahrnehmung, wie können sie das einschätzen, wie können sie auch gegenüber sich schützen, ihre Gefühle regulieren? Weil viele Patienten mit einer Störung dieser Persönlichkeitsstruktur haben dann nachher die Neigung auch zu selbstverletzenden Handlungen. Also das ist dann nachher schon psychiatrisch, gell? Aber das hat natürlich das hat natürlich eine Ausprägung, gell? Von da bis da.
wir lernen viel dazu heute, aber dafür sind wir hier. Ich möchte noch eine Frage vielleicht stellen, wenn es dann noch vielleicht was gibt und die beiden Vortragenden noch einverstanden sind, dann können wir vielleicht noch gerne was dranhängen. Ansonsten, glaube ich, ist es die lebhafte Diskussion geworden, die wir uns gewünscht haben alle. Ich hatte im Vorfeld schon per E-Mail eine Anfrage. Gibt es für die Nierentransplantierten oder Transplantationspatientinnen in dem Fall eine Entschuldigung, habe ich mich jetzt verlesen mit der Zeile. Wie findet das Altersmatching bei der Nierentransplantation statt? Das heißt, wird in dem Pool von Eurotransplant oder da auch drauf geschaut, dass die Potenz des Organs, was noch drinsteckt, unter Anführungszeichen, also ich sage jetzt, okay, kriegt ein 20-Jähriger bewusst kein 50-plus-jähriges Organ oder bekommt ein 50-Jähriger bewusst kein 20-jähriges Organ oder ist das aus irgendwelchen Gründen nicht notwendig, nicht wichtig? Wird das angesprochen, jetzt auch für die Frau Dr. Wagner-Skatzl, auch in der Vorbereitung und medizinisch von Professor Rosenkranz, ist es wichtig aus irgendwelchen Gründen? Es muss man natürlich darüber nachdenken, was man sagt. Die Wahrheit. Transparenz ist total wichtig und Aufklärung ist total wichtig. Aber ohne dann die Gesichter zu sehen, wie das ankommt, das ist ein bisschen schwierig. Also, Tatsache ist, dass in den letzten 20 Jahren das Spenderalter sich um 20 Jahre erhöht hat. Während es vor 20 Jahren das durchschnittliche Spenderalter in Eurotransplant 35 war, ist es jetzt 45. Und Durchschnitt heißt, die Mitte ist 55. Das heißt, es geht von 0 bis, ich will nicht sagen 100, aber fast. Ja? Was ein ganz wichtiger Faktor ist, natürlich früher, manche werden sich an den Herrn Kreisky erinnern können, das war unser alt Bundeskanzler, der hat auch dialysiert. Der hat sich übrigens, die Adherenz bei dem war nicht sehr berühmt. Ja? Der hat einen Blutdruck gehabt wie eine Feuerwehrspritze. Das war ihm auch völlig wurscht. Ja? Und der ist mit 70 transplantiert worden. In Deutschland. Da haben alle gesagt, Skandal. Wie kann man 70-jährigen, typisch Politiker, ne, der wird mit 70 transplantiert. Der hat dann noch 7 Jahre gelebt. Ab dem zweiten Jahr nach der Transplantation wäre es sozusagen ein Gewinn für unser Gesundheitssystem, weil sich damit nach 2 Jahren die Kosten amortisiert haben und alles andere, was er nicht die Lösung macht, sondern immer Transplantation hat, ist es für den Staat günstiger. Und da, glaube ich, war er eigentlich ein Vorreiter. Und das ist eigentlich ganz wichtig, ja, weil es ist jetzt nicht mehr ungewöhnlich, einen 70-Jährigen zu transplantieren. Ja. Den Ältesten, den wir im vergangenen Jahr gemacht haben, der war 76. Ja. Aber ein 76-Jähriger kann immer noch biologisch jünger sein als ein 50-Jähriger. Das sieht man auch oft. Ja. Also das ist da, wo man natürlich nicht die Grenze ziehen, wo man natürlich die Grenze ziehen muss. Aber es ist natürlich logisch, weil Medizin ist Hausverstand. Das wird immer wieder vergessen. Ja? Manche glauben, den gibt es nur bei der Firma, ohne jemanden zu nennen, zu kaufen, sondern den gibt es auch wirklich. Nur wird er immer mehr vergessen. Aber es macht keinen Sinn, einen 70-Jährigen die Niere von einem 18-Jährigen zu geben. Und umgekehrt ist es natürlich auch nicht gescheit, einen 18-Jährigen eine Niere von einem 80-Jährigen zu geben. Ja, und wir haben in unserem Zentrum ein paar Regeln aufgestellt. Und das macht jedes Transplantzentrum für sich. Wir haben gesagt, Altersmatch, Grenze 20 Jahre. Also wir akzeptieren für einen 30-Jährigen kein Organ von einem 70-Jährigen. Ja? Wir haben auch schauen, dass das Gewicht halbwegs passt. Also dass wir für jemanden, der 1,80 Meter oder 1,90 Meter groß wird, würden wir nie eine Niere von einer 1,50 Meter großen Frau akzeptieren, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass diese Niere den Körper nicht genügend entgiften wird können. Also das sind so, und es gibt eine obere Grenze bei uns 80 Jahre.
was wir bei den älteren Angeboten, also als Spender, ja, was wir bei den älteren Angeboten machen von Spendern, also älter heißt eigentlich ab 60, 65, machen wir immer eine Nullbiopsie. Das heißt, eine Nierenbiopsie, bevor sie eingebaut wird. Nachdem sie entnommen wurde und bevor sie eingebaut wird. Und da gibt es einen Score, einen internationalen, der heißt Remuzzi-Score. Und da weiß man, wenn das über diese Punkteanzahl drüber ist, dann kann man den nicht mehr nehmen. Und unter dieser Punkteanzahl ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das gut funktionieren wird. Ja, das heißt, gerade bei den Älteren schauen wir nach, ist da noch genügend Gewebe, funktionierendes Gewebe da, sodass der Patient einen Benefit von dem hat. Dann muss man aber immer schauen, in welchem Land man ist. Österreich hat eine durchschnittliche Wartezeit von 2 bis 3 Jahren. Deutschland hat eine durchschnittliche Wartezeit von 8 Jahren. Also in Deutschland wird man ein viel höheres Risiko eingehen, dass man ein Organ akzeptiert. Und man sagt, naja, das könnte grenzwertig sein, weil die so einen Druck haben, dass sie die Leute überhaupt zur Transplantation bringen, weil es eben im Verhältnis zur Relation von diesem Land, das ist ja 10-mal größer, ja, die sind nicht nur 10-mal gescheiter, die Deutschen, oder 10-mal wichtiger, oder treten 10-mal besser auf als wir, sondern die sind ja 10-mal mehr Leute. Ja, haben aber im Verhältnis zu uns wesentlich weniger Organangebote aufgrund ihrer Gesetzgebung. Ich möchte jetzt, weil noch eine Frage im Chat gekommen ist, die möchte ich als Abschlussfrage vielleicht nehmen und sage schon einmal Danke und wollte eigentlich noch eine Abschlussfrage an Frau Dr. Wagner richten, aber das ist wahrscheinlich auch eher Thema Rosenkranz. Funktioniert eigentlich das Spenderbetreuungsprogramm? Mein Bruder hat gespendet und wird nicht automatisch vom Transplantationszentrum kontaktiert für regelmäßige Kontrollen, beziehungsweise das hatte ich auch schon im Vorfeld als Frage. Wie sieht es mit der Lebensspende? Warum keine bessere Nachsorge oder gesetzlich bessere Lösung für Spender, falls später eine Erkrankung auftritt? Natürlich, gerne. Es gibt eine gesetzliche Vorgabe, die wurde vom Ministerium, es gibt jetzt ein Register, wir müssen melden, ja, und wir müssen eintragen, auch in bestimmten Abständen, eben nach 12 Monaten, nach 3 Jahren etc., aber es gibt auch, ja, es gibt auch eine Eigenverantwortung, ja, also es kann nicht sein, dass man, wenn man dann nicht alle 3 Jahre am Anfang hereingeholt wird oder alle 2 Jahre, man sagt, ja, aber es hat mich keiner angerufen, deswegen wäre ich nicht kontrolliert. Also das sagen wir auch unseren Spendern schon auch, dass sie sich regelmäßig kontrollieren lassen sollen. Ja? Wenn sie es nicht tun, muss ich ehrlich sagen, dafür kann ich nichts. Aber gesetzlich ist es jetzt vom Ministerium auch vorgeschrieben worden. Deswegen ist auch so ein Lebensspenderegister, dafür haben wir auch gekämpft als Zentren, dass wir das bekommen. Da haben wir lange mit dem Ministerium darum gestritten, dass es das gibt. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Und, aber ich kann auch nicht jeden Österreicher, der über 50 ist, anrufen und sagen, gehen Sie einmal im Jahr zum Internisten, gehen Sie alle 5 Jahre zur Koloskopie, gehen Sie einmal im Jahr zum Hautarzt, gehen Sie 2-mal im Jahr zum Zahnarzt und einmal im Jahr zum Gynäkologen oder Urologen. Ja, verständlich. Aber auch deutlich gesprochen, ist auch gut so zu hören. Es ist nur fair natürlich. Wenn wir schon fragen, dann wollen wir auch die ehrliche Antwort. Aber es sollte nicht so sein, dass die dann sagen, ja, ich habe jetzt dass der Arzt sagt oder das Zentrum sagt, ja, ich bin, und sie rufen an, ich bin lebensspendig, ich würde gerne kontrolliert werden. Macht man nicht, haben wir nicht, tun wir nicht. Das ist nicht okay. Ja? Und die, eine gesetzliche Sozialversicherung oder Krankenstand oder sowas wie für den Spender, wenn er eine Niere gegeben hat und im späteren Verlauf vielleicht ein Nierenproblem hat, wie sieht es da aus? Bei Eurotransplant gibt es ein Commitment, dass wenn jemand an die Dialyse kommt als Spender, dann kriegt er einen Bonus, einen Punktebonus, das entspricht so viel Punkten, dass der innerhalb von einem halben Jahr ein Organ hat. Okay, also das ist behandelt, ja.
wenn wir jetzt nicht von einem staatlichen Benefit reden, als von wegen einer, sage ich mal, einem... Nein, es gibt keine Steuerbefreiung oder irgendwas. Genau, so ist es. Dann sprechen wir zumindest von einer Besserstellung beim Warten auf ein potenzielles Spenderorgan. Das ist das Commitment von Eurotransplant. Ja. Wunderbar. Okay. Dann möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass die österreichische Gebärdensprache-Dolmetscherin Patricia Banadi hier sich um Kopf und Kragen dolmetscht. Deswegen auch in ihrem Sinne vielleicht an der Zeit, dieses Webinar zu beenden. Ich bedanke mich für das Interesse, für die Fragen und die Teilnahme am heutigen Vortrag. Nochmal herzlichen Dank für die Eröffnungsvorträge von zwei Personen. Ist doppelter Bonus wiederum für uns. Wir haben uns sehr gefreut und sind sehr dankbar. Vielleicht noch zwei, drei Dinge zum Schluss. Unser nächster Vortrag, das dann auch für die, die vielleicht nicht live zuschauen konnten, ist am 16. Oktober, wiederum ein Freitag, wieder um 16 Uhr. Das Thema wieder sehr gut für die Transplantierten und die, die es noch werden wollen, angelegt. Wechselwirkungen mit Immunsuppressiva, ein Drahtseilakt. Da geht es dann um die Wechselwirkung von den Immunsuppressivern und die man nehmen muss, zu anderen Präparaten, die vielleicht aufgrund Bluthochdruck oder aufgrund anderer Dinge eingenommen werden müssen. Vortragender wird Magister Dr. Gunnar Stemer sein, der Leiter der Arzneimittelinformation und klinischen Pharmazie am AKH Wien. Die nächsten Termine der Workshops sind im Terminkalender auf der Webseite www.selbsthilfe-niere.at eingetragen. Nächster Termin ist der 21.8. schon. Da geht es um seelisches Wohlbefinden, kreativ wiederfinden. Der erste Workshop mit Ursula Kawat. Sie ist auch Chefredakteurin der österreichischen Nierennachrichten, selbst zweimal nierentransplantiert und somit eine erfahrene Betroffene, wenn ich es einmal so sagen kann. Wie gesagt, sonst vielen Dank fürs Dabeisein. Danke für die interessanten Fragen im Vorfeld und jetzt auch live. Und ich wünsche ein schönes Wochenende, schönen Feiertag morgen, auch wenn es ein Samstag ist. Dankeschön. Wiederschauen. Dankeschön, wiederschauen.